Roboter und Maschinen, die helfen uns ja bei vielen Dingen. Aber was ist eigentlich, wenn Roboter und Maschinen selbst mal Hilfe brauchen? Dafür gibt es dann die Mechatroniker und Mechatronikerinnen. Und was diese Ausbildung ausmacht, das zeigen wir euch in diesem Video. Bereiche. Die Ausbildung gibt es in verschiedenen Fachrichtungen. MechatronikerInnen arbeiten zum Beispiel in der Medizin oder auch im Luft- und Raumfahrzeugbau. Genauso aber auch im Bereich der Telekommunikationstechnik und in der Feinmechanik. Ein Klassiker ist sicherlich der Kfz-Mechatroniker oder die Kfz-Mechatronikerin, was dann sogar wieder eine eigene Ausbildung ist. Davon gibt es übrigens auch mehrere Fachrichtungen. Einen Überblick haben wir euch mal in der Infobox verlinkt. MechatronikerInnen können in vielen Bereichen arbeiten. Ihr müsst euch nur entscheiden. Was denkt ihr? Wäre diese Ausbildung das für euch? Was reizt euch daran? Oder interessiert ihr euch doch für was ganz anderes? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch allgemein noch unsicher seid und noch einen Traumjob sucht, haben wir euch mal oben im i dazu ein Video verlinkt. Aufgaben. Die Aufgaben als MechatronikerInnen haben zwar immer irgendwo mit Maschinen zu tun, sind aber trotzdem vielfältig. Neben der Wartung und Instandhaltung von Maschinen geht es auch um Schaltkreise und Messungen. Ihr seid diejenigen, die gucken müssen, ob irgendwo Störungen auftreten und um sie dann im Fall der Fälle auch zu beheben. Das ist wichtig, denn wenn die Maschinen nicht funktionieren, steht vieles bei der Produktion zum Beispiel still. Euer Job ist es also, alles am Laufen zu halten. Dazu gehört beispielsweise auch, dass ihr Software einrichtet und Systeme programmiert. Denn oft gibt es Optimierungen, die vorgenommen werden, damit alles reibungslos läuft. Es ist also keinesfalls nur Schrauben und Fräsen, sondern auch Rechnen, Tippen und Informatik. Qualifikation. Die meisten Auszubildenden, die diese Ausbildung anfangen, haben einen Realschulabschluss oder das Abitur. Das bedeutet natürlich nur, dass das der empfohlene Schulabschluss ist. Bewerben könnt ihr euch aber immer. Was sonst nach der Schule so gehen kann, darüber haben wir für euch mal ein Video gemacht, das ihr oben im i findet. Für die Ausbildung, die übrigens 3,5 Jahre dauert, sind wichtige Fähigkeiten, die ihr mitbringen solltet, technisches und auch mathematisches Verständnis, einen Faible zur Physik und auch ein paar Skills, wenn es ums Reparieren und Handwerken geht. Außerdem müsst ihr Ruhe und Geschicklichkeit mitbringen, denn bei der Arbeit kann das auch mal kleinteilig werden und muss deshalb präzise sein. Geld. Die Ausbildungsvergütung für einen Mechatroniker bzw. eine Mechatronikerin liegt bei ca. 1000 Euro pro Monat im ersten Lehrjahr. In einigen Betrieben kann es aber auch mehr sein. Die Vergütung steigt dann von Jahr zu Jahr an. Das hängt auch vom Bundesland oder Betrieb ab oder auch davon, ob es einen Tarifvertrag gibt oder nicht. Die Ausbildung gehört zu den bestbezahlten, weil das Berufsfeld gefragt ist und auch weil die Ausbildung die zwei Bereiche Mechanik und Elektronik verbindet. Diese Verbindung findet sich klassischerweise in Industrie 4.0 Anlagen. Ein spannendes Feld der Produktion und der Digitalisierung. Manchmal arbeiten MechatronikerInnen auch am Wochenende oder haben Bereitschaft. Auch klassischer Schichtdienst kann Teil des Jobs sein. Mit Weiterbildungen könnt ihr in der Gehaltsklasse relativ schnell noch weiter aufsteigen. Eine sehr gute Ausbildungsvergütung, Schichtdienst, technisches Verständnis und auch Skills zum Reparieren. Die Ausbildung zum Mechatroniker bzw. Mechatronikerin ist abwechslungsreich. Es hat zwar immer was mit Maschinen zu tun, aber diese Ausbildung ist in den verschiedensten Bereichen und Branchen möglich. Wenn das was für euch ist, dann bewerbt euch und werdet Mechatroniker bzw. Mechatronikerin. Den Link zur IHK-Lehrstellenbörse haben wir euch auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. Außerdem findet ihr hier jetzt nochmal ein Video zu 5 Ausbildungen, die ihr sicherlich nicht kennt. Und oben drüber findet ihr noch eine Playlist zu allen Ausbildungen, die wir euch bisher hier auf dem Kanal vorgestellt haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.